Allen, da sind wir dabei, Madden FN 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Und zwar spielen wir hier zu Hause in Dallas, in Arlington, gegen die Denver Broncos, die also aus dem hohen Colorado zu uns gekommen sind, um sich hier hoffentlich eine böse Klatsche zu holen. Aber erstmal holt sich Deion Sanders eine Klatsche. Denn der wird beim Return an der 44-Yard-Linie getackelt. Da haben wir jetzt einen ersten Versuch und 10. Wir kommen mit unserer Offense aufs Feld. So. Altes Spiel. Erstmal gucken, dass wir das Laufspiel etabliert kriegen. Laufen in die Mitte mit Ezekiel Elliott. Wir sind nicht wirklich weit nach vorne gekommen. Nämlich mal überhaupt nichts weiter in 2010. So. In der Abteilung Luftangriff haben wir aber nicht besonders viel. Leute, was gibt ihr mir denn hier für Spielzüge? Play Action. So, Jarwin und Cooper meine Anspielstationen. Los geht's. Ich glaube, mein Tight End ist zwar frei, der kann den Ball nicht fangen, dann den abgeklatschten Ball schnappt sich Keyshawn Johnson. Das ist ein First Down an der 35-Yard-Linie. Auch so kann es gehen, würde ich mal sagen. So, neuer Erster und 10. Ich bleib mal in der Luft. Tight End Attack. Ein Safety da hinten. Ich werde mir also sehr genau Keyshawn Johnson anschauen, ob der sich lösen kann. Aber der Safety geht mit, aber dafür ist mein Tight End hier, Mutterseelen allein. Und der bringt den Ball bis in die Red Zone der Broncos, bis an die 9-Yard-Linie. Neuer erster Versuch. Ja, und jetzt haben wir einen ersten Versuch, ein Goal. Wir wollen also sehen, dass wir das Ding hier in die Endzone bringen. So, Wide Receiver Drive. Amari Cooper geht in Motion. Ich schau mal, was meine beiden Tight Ends machen. So, da kommt Cooper. Das sieht gut aus. Da ist der Ball in der Endzone. Touchdown Cowboys. Direkt im ersten Drive der Touchdown. Wir gehen also in Führung. 6:0 vor dem PET. Und 7:0 nach dem PET. Schöner Start. So kann es doch weitergehen. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die Goal Line. Der Return der Broncos endet an der 24-Yard-Linie. Da wollen wir mal schauen, wer den Quarterback spielen darf bei Denver. Die Nummer 4, das ist Dak Prescott. Ja, der zieht sich also während jedem Wechsel zwischen Offense und Defense einmal kurz um. Das sind Solo-Battles, da kann so etwas passieren. So, unsere Defense stellen wir aber eben schnell ein. Haben wir nicht den Pass Rush? Na, was ist denn los, Freunde? Die Option Defense auf Aggressive. So, dann wollen wir doch gleich mal sehen, dass wir Herrn Prescott unter Druck setzen mit unserer Defense. Erster und 10 Denver an der 24-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Schöner Tackle von Jeff Heath. 7 Yards Raumgewinn für die Broncos. 2 und 3. So, ich bin jetzt in einer Zone-Defense unterwegs, weil der Daumen wieder schneller als das Hirn war. Vollständiger Pass. Das läuft bisher sehr gut für die Broncos. Erster Versuch und 10 an der 38-Yard-Linie. So, wir bleiben mal bei dem Linebacker-Blitz. Erster und 10. Und der nächste vollständige Pass von Prescott. 3 von 3 ist er damit. Und der Ball ist an der 44-Yard-Linie. 2. und 4. Läuft auch gerne. Er wirft momentan sehr gerne so ein bisschen auf die Außen. Ich versuche die mal so ein bisschen zuzumachen. Hier jetzt mal in eine Zone-Defense. Kann man hier gut sehen.
wo wir genau diese Zone, wo Prescott bis dato immer hingeworfen hat, so ein bisschen zumachen. Und jetzt kommt das Laufspiel. Ich kriege trotzdem. Deswegen bin ich kein Defense Coordinator in der NFL geworden. Ich glaube, das war schon das Ende des ersten Viertels. Wir gehen also gleich hier rüber ins zweite. So. Die Broncos haben die Mittellinie bereits überschritten. Sind an der 48-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Wieder Laufspiel. Ich habe ein bisschen Probleme beim Tackling, habe ich im Gefühl. Todd Gurley kommt ein Jahr zu weit nach vorne. Zweiter und 9. Das ist endlich mal ein zweiter und lang. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Drive. Das war das seitens unserer Defense den Broncos mal aufgebührt haben. 2009. Ball an der 47. Sehr viel Druck. Das war noch eine Completion, weil der eigentlich aus dem Wurfprozess herausgeschlagene Ball noch gefangen wurde. Und das war, glaube ich, keine so gute Idee, denn damit ist es ein 3. und 13. Also 4 Yards Raumverlust. Sind wieder über der Mittellinie. An der 49 stehen sie jetzt. 3. und 13. Wichtiger Versuch. Wenn wir sie jetzt stoppen können, wäre das natürlich perfekt. Prescott unter Druck läuft selbst. Das ist nicht wahr. Alter, ich habe dreimal bin ich an dem vorbeigehechtet. Das dürfte selbst für mich ein neuer Rekord sein. Oh, wie schlecht. Habe ich nicht eben gesagt, schlechtes Tackling? Man nennt mich auch das Orakel von Delphi. Ich muss da wieder Assassin's Creed spielen, fällt mir da ein, aber das ist eine andere Geschichte. Erster und 10, Ball ist an der 31-Yard-Linie und das ist eine Flagge. Ist die gegen die Offense? War das ein False Start? Ja. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt nur meinen D-Liner sich bewegen sehen, deswegen dachte ich schon, das Nimmerchen geht gegen mich, aber es geht gegen die Broncos. Erster und 15, ist der Ball wieder an der 36-Yard-Linie. Wir befinden uns so ziemlich an der Grenze, was die Field Goal Range angeht. Erster und 15. Und wieder ein vollständiger Pass von Prescott. Der ist jetzt bei 5 von 5. Zweiter und 4. Jetzt sind sie in der sicheren Field Goal Range. Ich schaue nochmal, dass wir ein bisschen versuchen, hier die Außen zuzumachen. Aber da ist die Cover 3 Sky nicht die richtige für. Zweiter und 4. Laufspiel, als ob sie es wittern würden. In dem Moment, wo ich auf eine Zone Defense gehe, kommt das Laufspiel. 3. und 2. Die Cover 3 Hard Flat, die habe ich eben auch gesucht. Weil jetzt machen wir genau diese Außen ein bisschen zu. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die Broncos hier spielen werden. Prescott wirft sich hier in einen Rausch. Erster und 10. Ball ist in meiner Red Zone an der 17-Yard-Linie. Wir blitzen jetzt mit beiden Safeties. Wir hatten, glaube ich, noch keinen Sack an Prescott. Erster und 10 an der 17. Und das ist eine Interception. Irgendwann musste das da mal schief gehen. Und jetzt ist Sanders Muttersinn allein in die Endzone. Und was nutzt einem ein 3-Minuten-Drive, wenn am Ende der Ball in der anderen Endzone landet? Deion Sanders mit dem Pick 6. Zu oft in die gleiche Richtung werfen ist niemals gut. Irgendwann schafft das auch eine nicht so intelligente Defense wie meine, sich darauf einzurichten. Ich habe halt ein bisschen gebraucht. Ich gebe es ja offen und zu, offen und ehrlich zu. So, wir führen mit 14:0. Haben noch 54 Sekunden zu spielen hier im zweiten Viertel. Und geben per Kick auf den Ball wieder rüber an die Broncos. Und der geht weit in die Endzone. Kein Return. Der Returner geht aufs Knie. Das heißt, wir haben ein Touchback. An der 25-Yard-Linie kommen die Broncos jetzt wieder aufs Feld. Hier meine Cover 4. Erster und 10 an der 25. Wide in.
Prescott unter Druck und da ist der erste Sack. Ein Fumble, den er aber selber noch recovern kann. Aber damit nehmen die Broncos ihre erste Auszeit, haben aber auch bei der Aktion jetzt gerade hier 6 Yards verloren. So, der Ball ist an der 19-Yard-Linie. Die Broncos haben jetzt noch 2 Auszeiten, wir haben sogar noch alle 3. Also da kann vielleicht noch etwas gehen, wenn wir die Broncos jetzt hier frühzeitig gestoppt kriegen, was aber eigentlich schwer sein wird, weil bis auf die Interception spielt Prescott hier eigentlich ein perfektes Spiel. So, ich gehe wieder in eine Cover 3 Hard Flat, aber diesmal ein kleines bisschen aggressiver. Prescott bringt den Ball noch an, aber der ist zu kurz. Wir nehmen unser erstes Timeout, weil die Broncos jetzt einen 4. Versuch und 5 von ihrer eigenen 30 haben, also punten müssen. Das heißt, wir kommen noch mit einer ganzen Menge Zeit auf der Uhr mit unserer Offense wieder aufs Feld. Sanders nimmt den Ball auf an der 18-Yard-Linie. Uiuiui. Das war returnmäßig ziemlich flach, aber an der 40-Yard-Linie sind wir. 25 Sekunden sind noch auf Uhr. Wir haben noch 2 Auszeiten. Das heißt, ich muss jetzt natürlich mal ein bisschen schauen, dass wir weiter werfen, als wir es normalerweise eigentlich so gerne tun. Also Laufspiel lassen wir jetzt mal in dem Drive außen vor. Oh, die stellen nur einen Safety auf. Das ist natürlich eine Einladung. Also, Keyshawn Johnson, Amai Cooper. Wir schauen mal, ob einer von den beiden sich lösen kann. Das ist Keyshawn Johnson, der ist da Mutterseelen alleine. Der hat den Ball und das ist der Touchdown. Eine Einladung wirklich zum Touchdown werfen. Also nur ein Safety bei weniger als 30 Sekunden Spielzeit auf der Uhr hinten aufzustellen. Das ist schon selbstmörderisch. Und ja, liebe Denver Broncos, das muss bestraft werden. 21:0 damit der Spielstand. Wir haben noch 18 Sekunden auf der Uhr. Das ist natürlich ein Brett, was die Broncos hier in der zweiten Halbzeit vor sich haben. Wobei man da sagen muss, dass die Broncos ihre Spielweise ändern müssen. Also nur mit kurzen Pässen werden sie nicht mehr weit kommen. So, wieder geht der Ball. Geht der Ball bis in die Endzone. Wieder kein Return, wieder ein Touchback. Heißt, an der 25-Yard-Linie kommt Prescott wieder aufs Feld. Erster und 10. Laufspiel. Gott sei Dank ist er da über Jeff Heath mehr selbst gestolpert als getackelt worden. Sonst war da eine ziemliche Lücke. So, 2. und 4. So, und ich gehe jetzt schon in meine Hail Mary Defense hinein. Also mit sehr vielen Defensive Backs, die ich dort hinten aufstelle. Einfach weil ich weiß, 13 Sekunden vor Schluss, wenn sie jetzt was reißen wollen, können sie nur den langen Weg werfen. So einen Spaß können sie gerne machen, weil da reicht die Zeit nicht mehr. An der 43-Yard-Linie haben sie ein neues First Down mit 9 Sekunden auf der Uhr. Sie haben ja keine Auszeit mehr. Sie können jetzt nur noch weit auf die Außen werfen. Eine andere Möglichkeit haben sie gar nicht mehr. So, da machen wir jetzt aber auch mal die Außen so ein kleines bisschen zu. Man sieht, die Mitte ist eigentlich jetzt, sag ich mal, mir sperrangelweit offen. Aber wenn da eine Completion hinkommt, läuft die Uhr sowieso runter. Ja, und genau das passiert jetzt auch. 1-0 und damit ist die erste Halbzeit vorbei. Wir gehen in die Halbzeitpause mit einer beruhigenden 21:0 Führung. Bis gleich, würde ich sagen. So, das bis gleich hat gerade mal für einen Schluck Kaffee gereicht. Da sind wir wieder. Los geht's in die zweite Halbzeit, die wir mit einem Kickoff eröffnen. Das heißt, wir werden gleich die Offense der Broncos zuerst auf dem Feld sehen. Und bei einer 21-Punkte-Rückstand müssen sie scoren. Nicht mit einem Field Goal, sondern sie brauchen jetzt in diesem Drive einen Touchdown, wenn sie hier in dem Spiel nochmal in irgendeiner Form mitspielen möchten. Ich gehe wieder in die Cover 3 Hard Flat. Decke also wieder die Außen ab. Erster und 10, Ball an der 25. Laufspiel durch die Mitte, natürlich, natürlich. First Down. Todd Gurley kommt bis an die 37-Yard-Linie. Get him, boy. Get him, boy.
So, neuer Erster und 10. Laufversuch wieder durch Todd Gurley. Diesmal war er deutlich weniger erfolgreich. Zweiter und 9. So, wir bleiben mal beim Blitz. Wir blitzen wieder mal mit beiden Safeties, die wir hier nach vorne ziehen. Da kommen Heat und Woods, kommen da bereits an. Ich versuche jetzt den Tackle aus dem Weg zu räumen. Gut, es kommt gar kein Pass, aber da ist natürlich so ein Blitz auch Gold wert gegen Laufspiel. Jetzt haben wir nämlich einen dritten und richtig langen Dritter und 12. Wir gehen wieder in die Cover 3 Hard Flat. Ich weiß, bei der Cover 3 Hard Flat bin ich sehr, sehr empfindlich, was Läufe durch die Mitte angeht. Kann man hier gut sehen, weil da beide Mittellinebacker sich nach außen orientieren. Aber ich denke, die außen gut ab. Prescott wirft aber leider nur die kurzen Außen. Und da sah Sanders aber mal richtig scheiße aus. Und das ist der Touchdown für die Broncos. Welcome back to the football game, würde ich da mal sagen. Da sind sie wieder. Keine gute Defense. So schön wie die Cover 3 Hardflat gegen Läufe von außen ist, da muss ich mir mal was anderes suchen. Da bin ich nicht kein großer Freund von. Wohl immer verbockt habe ich selbst durch dieses schwache Tackling, was ich da hinten gezeigt habe. So, damit steht es 21 zu 7 Mitte des dritten Viertels. Der Kick ist unterwegs. Gibt es an meine 9-Yard-Linie. Sanders nimmt ihn auf. Jetzt kommt der Return. Oh, da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke, die sich jetzt schließt. Aber Sanders ist immer noch unterwegs. Kann sich mit einem Spin-Move lösen. Und ist in der Endzone. Und schon, bup, ist der alte Abstand wiederhergestellt. Zumindest vor dem PET. Aber ich hoffe mal, dass wir das so hinkriegen. Also ein schöner Punt-Return-Touchdown von Deion Sanders. Wenn er eins kann, dann ist das. Und jetzt steht es 28 zu 7 wieder. Das ist sehr deprimierend für die Broncos. Weißt du, da kämpfst du dich ran. Hast endlich mal eine Lücke in der gegnerischen Defense gefunden. Denkst, holla die Waldfee, jetzt geht hier noch was. Und kriegst direkt im nächsten Spielzug einen reingedrückt und musst mit deiner Offense wieder aufs Feld. Das ist schon hart. So, wir haben einen ersten und 10. An der 25 Yard. Ich nehme jetzt mal den Overstorm Brave Blitz, um mal zu sehen, was wir da machen können. Das ist ein Sack. At Too Tall Jones, den ich ja mittlerweile in meiner D-Line aufstellen muss, mangels Überangebot auf der Endposition und mangels Qualität in der Defense-Tackle-Position. Da habe ich halt nur einen guten. Macht hier den Sack. Wieder wird Prescott gejagt. Wunderbar. Auch mit dem Screen hat es nicht funktioniert, weil Leighton Vander Esch da sehr gut aufgepasst hat. Jetzt haben wir einen dritten Versuch und 21. So, und bei diesem dritten Versuch werden wir einfach auch mal weiter blitzen. Prescott weiter unter Druck setzen. Der jetzt muss. Er braucht unbedingt ein neues First Down. Muss aber wieder schnell werfen. Nur mit diesen kurzen Pässen. Der ist 13 von 14, aber hat gerade damit mal 133 Yard geworfen. Da war die eine Bombe ja noch mit bei. Das sollten wir ja nicht vergessen, die zum Touchdown führte. Das ist zu wenig. Zu viel Klein-Klein. So, Deion Sanders ist wieder unterwegs. Mit dem Kickoff-Return-Touchdown hat es ja eben geklappt. Der Punt-Return-Touchdown hat leider nicht funktioniert. An der 29 Yard, den kommt meine Offense wieder aufs Feld. So, 18 Sekunden haben wir noch im dritten Viertel zu spielen. Logisch, ich gebe jetzt meinen Ball ein bisschen mehr an meine Running Backs, damit wir hier auch Zeit von der Uhr nehmen. Obwohl es ein Solo-Battle ist, will ich hier auf Teufel komm raus, Punkte ballern. Eddie George, das sieht gut aus. Ja, da ist er in der Endzone. Soviel zum Thema Zeit von der Uhr nehmen. Wir wären eigentlich im Backfield getackelt worden, aber einem Eddie George kannst du mit so einer Aktion einfach mal nach hinten in die Ferse greifen, nicht zu Boden bringen. 35 zu 7 damit der Spielstand. Also nach dem vierten Versuch eben und dem Punt war die Sache eigentlich schon gegessen. Und jetzt, glaube ich, ist hier der Deckel drauf. Das Ding ist durch. Überraschenderweise wieder ein Touchback. Überraschenderweise wieder ein erster Versuch an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen wieder mit beiden Safeties. Damit haben wir sehr, sehr viel Erfolg, auch was das Laufspiel angeht. Das haben wir ja ein paar Mal wunderbar gestoppt mit den beiden Safeties, die nach vorne kommen.
Überraschenderweise wieder so ein 4-5 Yards Pass. Das ist 2. und 5. War der letzte Spielzug, nehme ich an, im dritten Quarter, weil die Uhr tickert hier runter. Ja, so ist es. Kein weiterer Snap. Auf ins Schlussviertel. Die letzten 3 Minuten im Spiel. Und sagen wir mal ehrlich, da wird nichts mehr groß passieren. So, 2. und 5. Meine beiden Safeties wieder nach vorne. Vollständiger Pass. 3 von 2. Der ist 15 von 16. Der einzige Fehlwurf war die Interception. Die Pick 6, die wir dort hatten. Aber du kannst damit halt, wenn du in Rückstand bist, kein Spiel drehen. Der braucht ja für jeden Drive eine Ewigkeit. Dritter Versuch und 2, Ball an der 33-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Gut, dreimal klein-klein ist ein First Down, gar keine Frage. Aber kommt da eine Unterbrechung rein, hast du schon ein Problem. So, erster und 10, Ball an der 39. Wir nähern uns schon langsam dem Two-Minute-Warning. Vollständiger Pass, aber auch der Screen geht nach hinten los. Hat der Safety aufgepasst, Xavier Woods. Das heißt, wir haben einen zweiten und 11. Da sind die letzten 2 Minuten im Spiel angebrochen. Das Two-Minute Warning ist da. So, 2. und 11. Ball an der 38 Yard Linie. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier mit ausgespielten vierten Versuchen und langen Timeout-Geschichten rechnen müssen. Von 19 für 152 Yards. Ich würde gerne diesen einen langen Pass mal abziehen. Der war, glaube ich, über 60 Yards. Das ist ein Durchschnitts Passquote, die dort gemacht wurde. Also wie viel Yards er pro Pass erworfen wurde. Das Average, da kommen einem die Tränen. Jetzt kriegen sie noch einen Fallstart oben drauf. Und jetzt ist der Drops im 3. und 10. Wird die Nummer mit einem neuen First Down mit kleinen Pässen schon verdammt eng. So habe ich die zweite Fallstart-Strafe für die Broncos. Also auch da nicht gut, was sie da performt haben. Oh, ein Incomplete Pass von Prescott. 4. und 10 damit. Ja, den spielen sie nicht mehr aus. Das ist verständlich. Beim Rückstand von 28 Punkten. Du willst ja nicht nochmal eine Klatsche holen. So, an der 28. Oh. Interessant. Wieso? Das ist nicht Deion Sanders, der hier retourniert. Da hat sich Shinobi Awuzie einfach mal gedacht, nö, hör mal, ich will den Ball auch mal haben. Okay, nehmen wir mal so zur Kenntnis. So, an der eigenen 37-Yard-Linie kommt man Offense aufs Feld. Wir laufen mit Eddie George über die linke Seite. Und können uns... Gleiches Spiel wie eben. Wieder ist er nicht zu tackeln beim ersten Kontakt. Das ist nicht zu glauben. Und ist in der Endzone. Da haben sie ihre Kräfte, hat man gut gesehen, auf die Mitte konzentriert. Ja, wenn du dann über die Außen läufst, ist da natürlich nothing but green grass. Noch ein PET. Und jetzt ist es schon eine Nummer. Also ein 42-7 tut schon weh. Tut schon richtig weh. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die Goal-Line. Wird jetzt aufgenommen und retourniert bis an die 26. Erster Versuch und 10. Und das ist die nächste Interception. Shinobi Awuzie, jetzt hat er doch noch sein Highlight. Oh mein Gott, an der 20-Yard-Linie kommt meine Offense wieder aufs Feld.
Nehmen wir mal einen Stick. Jetzt habe ich noch nicht einen Pass geworfen in der zweiten Halbzeit. Terrell Owens und Keyshawn Johnson, meine Anspielstationen. Das ist zu einfach. Also Terrell Owens, Mutterseelen allein. Erstmal kann er den Ball problemlos alleine annehmen. Dann ist auch kein Tackler da hinten. Wir sind an der Red Zone, an der 20-Yard-Linie gewesen. Das ist schon übel. Und ich bin ja wirklich nett. Gottes Geschenk an das Quarterback-Spiel. Aber jetzt steht es mittlerweile 49-7. Das ist schon eine echte Klatsche für die Broncos. Könnte jetzt, ist wie im wahren Leben, und schon geht die Quarterback-Kontroverse wieder los in Denver. So, der Kickoff wird diesmal herausgetragen. Glaube ich, eine Premiere hier im Spiel. An der 24-Yard-Linie ist damit Schluss. Da kommt Mr. Prescott wieder aufs Feld. 66 Yards, 86 Yards. Das ist viel zu wenig. Da muss halt auch mal ein langer Pass her. So, 1. und 10. Da geht Prescott zu Boden. Tyrone Crawford mit dem Sack. 2. und 15. Ich glaube, Denver wird verdammt froh sein, wenn die hier nachher wieder im Flieger sitzen. Es geht nach Hause in Richtung Colorado. 2. und 15. Ball an der eigenen 20. Vollständiger Pass. Schön. Oh, 2. Sehr schöne Broken Tackle. Xavier Woods kommt da gerade noch hin, um den Tight End zu stoppen. Also es ist ja eigentlich ein sehr schönes, sehr erfolgreiches Spiel, was wir da haben. Aber schwaches Tackling. Nicht unbedingt vom Tackle-Versuch als solcher, sondern vom Stellungsspiel zum Tackle. Das war schön. Auf die Beine, Bub. Dann segelt so ein Tight End auch mal schnell zu Boden. 1. und 10 an der 29-Yard-Linie. So, ich ziehe beide Safeties nach vorne. Vollständiger Pass, aber das war's. 49-7 schlagen wir die Broncos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.